bei Mercedes-Benz vor der Legende Unimog, die wir hier sehen, zusammen mit Rolf Trampert. Herr Trampert, was kann der Unimog? Hier sehen wir einen Unimog-Geräteträger, der ausgestattet ist mit einem sogenannten Bitumensprayer. Damit ist eine Firma in der Lage, Bitumen auf eine Fahrbahn aufzubringen, sodass neuer Split ausgerollt werden kann bzw. eine neue Teerschicht aufgebracht werden kann. Und darüber hinaus, und das ist eben das ganz Besondere beim Unimog, dieses Fahrzeug kann mehr als nur das. Es kann nämlich gleichzeitig auch noch eine Straße kehren. Deswegen haben wir hier eine große Kehrbürste. Und damit können Sie zwei Arbeitsprozesse bei einem einzigen Arbeitsvorgang durchführen. Und was mache ich im Winter? Im Winter haben Sie die Möglichkeit, dass Sie den Aufbau absetzen können. Wir haben ein sehr intelligentes Wechselsystem. Und damit besteht die Möglichkeit, dass man beispielsweise seinem Heckbereich einen Salzstreuer aufbauen kann. Hier demontieren Sie die Kehrbürste und nehmen einen Schneepflug, 365 Tage im Einsatz. Vielleicht noch 5 Tage, wo man mal Pause macht. Ihre Kunden sind auch Straßenbaufirmen. Haben Sie spezielle Funktionen entwickelt für den Unimog? Wir haben eine extreme Langsamfahrmöglichkeit. Sie können maximal langsam fahren, 80 Meter in einer Stunde. Das ist sehr wichtig, wenn Sie sehr akkurat arbeiten wollen. Darüber hinaus hat der Fahrer auch die Möglichkeit, das Lenkrad zu wechseln, von links nach rechts. Das ist der Vario-Pilot. Das ist ein ganz besonderes Feature, was wir haben. Und last but not least, wir haben ganz viele Rückwärtsfahrgänge. Das hat ein LKW nicht. Wir haben hier 6 Rückwärtsgänge. Das heißt, auch in dem rückwärtigen Rangieren des Fahrzeuges kann er unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren. Okay, das war mir bisher gar nicht bewusst, dass es sowas tatsächlich auch gibt. Vielen Dank. Immer eine Freude. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind.